Nee, ich bin der Big Mo. Und ich habe auch noch relativ neu eigene Kinderbücher rausgebracht. Ganz cool. Da, erstes Kinderbuch und da das. Und das Coole ist, da läuft dann so ein Beat. Und dann rappe ich genau diesen Text darauf. Weil bei Kinderbüchern, wo der Text sich reimt, die kann man richtig gut rappen. Zeit für eine Pause, bis die Nudeln weich sind. Sie drehen das Radio lauter und die Quatschrunde beginnt. Jetzt geht's aber los. Papa Mo rappt und singt. Und was habe ich da für ein Mikrofon? Eine Möhre. Das ist das Buch. Hier kommt Papa Mo, der Topf mit Eis. Ende der Geschichte. Soll ich mal dieses Buch hier rappen? Wasser blubbert schon und wie jeder weiß, Wasser hat und auch der Topf werden richtig heiß. Vorsichtig, gib Papa Mo die Nudeln jetzt dazu. Dann sagt er, bin ich aufgepasst. Topf ist bitte zu. Dankeschön, 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 Dankeschön. Habt ihr noch ein bisschen Energie eigentlich? Es ist die Katze, die hilft kein Kampf und auch kein Striegel. So eine Frisur hat nur der Igel. Dies zu erraten fällt mir schwer. So ein Puffelpo hat nur der Igel. Mann, seid ihr ein richtig cooles Publikum. Danke schön. Schnell wie die Feuerwehr. Tatütata. Papa Mo ist überall im Regal.